Hey, yo, Kinder. Was geht ab? Alter, ich bin gerade frisch geduscht, Mann. Ich fühle mich actually ganz gut. Wir spielen zwar Rengar Jungle, aber wir spielen ein klein wenig anders als sonst. Und zwar seht ihr... Leute, seht ihr es jetzt schon? Seht ihr es? Okay, ja, jetzt seht ihr es. Ich spiele jetzt mit Conqueror und nicht mit Fleet. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Was habe ich denn bitte für Kack-Lanes? Was habe ich denn bitte für Giga-Kack-Lanes? So, wie soll ich hier ganken? What? Warte, ich muss Counter ganken. Ah, lol, ich wollte... Oh, yikes. Ah, ne Mann. Okay, das ist natürlich ein Kackstart. Davon gehe ich jetzt natürlich nie so aus, ne? Warte mal, bin ich überhaupt nah genug dran? Doch, jetzt müsste es gehen. Ey, oh, lass die Turrets am Leben. Warte, ich muss aufpassen, dass ich das Ding finische. Puh. Knappe Angelegenheit hier. Okay, dann gehen wir eben einmal rüber. Ja, genau. Ich spiele jetzt dieses Game mit Conqueror aus dem Grund. Weiß ich nicht, so, ich bin nicht der Meinung, dass Conqueror bad ist. Ich wollte es einfach ausprobieren und dann halt, why the fuck not? So, ich finde meinen Playstyle persönlich nicht... Na, ist auch mein Playstyle, ne? So, warum soll ich meinen eigenen Playstyle kacke finden? Die finde ich ja jetzt nicht bad. Aber, wir sagen, ich glaube, der ist ein bisschen zu langsam für die Meta einfach. Prüfen die sich? Nein. Ja, kann ich eh nichts ganken. Was soll ich da ganken? Ich hätte vielleicht Raptors nochmal klauen sollen. Leute, Echo's Bot? Echo Bot! Sag mal! Wofür, ihr Spastis, wofür warte ich? Arschbrezeln. Leute, sehr Bock auf Heimer. Ich meine, okay, wir kriegen nichts draus, aber hey, er ist tot. Das ist doch auch okay. Hab ich gerade Arschbrezeln gesagt? Sagen das die Kids von heute? Du Arschbrezel! Okay, wir sind ein bisschen sehr behind, wenn wir auf die Erfahrung achten. Also zumindest vom Feeling her. Schaut euch das mal an. Mittler sind schon Level 5. I guess, das ist nicht ganz so nice. Echo Topson. Er ist tot um. Ich glaube, Camille hätte ihn auch oder so gesolo killt. Topside 24-7. What?
Kann man das da ganken? Oh oh. Oh oh. Okay, er kriegt die wenigstens noch. Nice. Ich hätte vielleicht darauf achten sollen, ob er noch weh hat oder nicht. Das war voll Binder von mir. Ich ging davon aus, dass wenn ich ihn einfach bola, dass er dann drauf weht. Aber war wahrscheinlich auf Cooldown. Oder hat nicht mitbekommen, weiß ich nicht. Ich gehe mal von Cooldown aus, sonst hätte er das schon viel früher gemacht. Ui, hat die Schuhe nicht getroffen. Achso, lol. Lol, der spielt ja mit Tipi. Leute, gank mal bei Lanes, die alle kein CC haben. Das ist so unangenehm. Dieses Game zeigt mir auch eigentlich wieder, warum ich immer mit Tiamat spiele. Ich habe das Gefühl, ich bin so behind einfach. Nice, danke. Ich will seinen Blue gerne invaden. Ich weiß aber nicht, ob das da so drin ist. Nee, mein Ding geht weg. Mein Heimer geht weg. Das lohnt sich nicht. Habe ich eine Ward? Ne. Ich habe gar keinen Smite ready. Ich gehe auch davon aus, dass Echo Bot sein könnte. Will er den haben? Echo wird Bot sein. Echo Bot sein. Okay, Alter. Wie viele Pings brauchen die? Okay, sie wird oder so basen. Kann ich hier für die Tower mit pushen? Oh, schöner Cancel von der Jenna. Dann gehe ich hier weg. Pass die auf. Bitte, Kinas, eine Runde aufpassen. Ey, yo, er fand meine Cro... Scheiße. Scheiße. Hat er Double Buff? Hab ich gleich nachgesehen. Aber gut. Nee, die ist Level 8. Die killt uns beide. Ich kann aber lieber weiter einfach Botlane. Ich sollte Raptors nicht farmen. Die sind irgendwie halt immer noch Level 1. Das wäre jetzt erstmal mehr oder weniger Time Waste, finde ich. Ey, warte mal, ich wollte ja Bruiser gehen. Oh, oh. Toll, egal. Wir fangen mit etwas Tödlichkeitsfaktor an. Schade, komme ich nicht an. Oh, lol. Geht da was oder int ich jetzt rein? Ne, ich inte rein. Beziehungsweise ich würde rein inten. Aber ich cover die hier weiter. Das ist das Beste, was ich hier machen kann. Oh, oh.
Okay, wir haben ihn wenigstens noch bekommen. Hat er Ulti? Nee, ist auch Cooldown. Oh shit, ja, und da ist auch noch TP mit da. Also 2 gegen 2 wären die wahrscheinlich weggekommen. So ist das ein bisschen . Das war aber... Die haben mir richtig einen reingescheppert. Lol, er hat übelsten Damage gemacht. Ey Leute, das mit den Items kotzt mich gerade richtig an. Nice. Okay, Middle läuft gut. Toplane ist die einzige Lane, die ein bisschen sehr scheiße läuft. Muss ich aber auch sagen, habe ich auch nicht viel reingesteckt, to be honest. Und so, um nicht viel, meine ich gar nichts. Aber der Echo hier hat sich auch einen sehr guten Snowball gegönnt. Wir killen die jetzt mal einfach eben nebenbei Drive-By. Nebenbei Drive-By, okay. Ich bin mal gespannt, wie später das Game aussehen wird. Ich kann irgendwie nicht Teamfight mit meinem Team. Also wir müssen eins reinspielen. Okay. Ah fuck, ich habe leider kein Level abbekommen. Komm ich da noch ran? Nice. Nicer Dicer. Warum geht hier unten immer so viel Fiesta ab? Okay, wir kriegen fast bei 1000, so wie es aussieht. Ich meine, hey, das ist auch ein Win, I guess. Na, warte mal, ich könnte mir Suji Blade daraus kaufen und dann trotzdem Bruiser Musa gehen, oder? Ja, doch, 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 wir machen das so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so smart ist. Vielleicht hätte ich mir doch das mitkaufen. Ah, scheiße. Ich meine, ich bin die ganze Zeit auf einer Lane, wo 2 gegen 2 gefightet wird. Fuck, ich hätte mir Suji Blade nicht kaufen sollen. Ich meine, Leute, ich liebe meine Sujuk. Darüber müssen wir gar nicht reden. Und diesen Zuspot. Oh shit, die sind... My bad. Die sind alle hier. Holy mo... Also, ich wusste, dass 2 hier sind. Aber dass alle hier sind, das ist auch nochmal was anderes. Haben nicht mehr Gegner? Egal, kein Gegner mehr. Okay, Leute, wir werden nicht mehr großartig raussteppen. Das überlebe ich nicht. Also Leute, der Echo schneeballt hier aber richtig. Der schneeballt hier ja richtig einen ab hier. Oh, Trinder. Lol, wer das noch überlebt hat. Vielleicht ist Galio noch hier. Ist er zum Dragon gegangen? Nein, hier ist niemand. Aber die wissen, dass ich den mache.
Naja, komm, wir gehen weg. Das ist mir zu blöd so. Camille ist halt auch schon wieder hier. Oh, come on! Oh. Können wir ihn schnell enden? Ups. Cool, Leute. Jetzt kommt der Drache. Und ich habe gefühlt keine verfickte Ahnung, was ich hier gerade mache. Feels Batman. Ich cover mal lieber hier. Chance ist höher, dass der Echo hier hinkommen wird. Ne, er hat eh keine Minions. Okay, was soll ich jetzt mal sagen? Warte, wie kaufe ich jetzt überhaupt ein, Leute? Ich habe so Kacke gebaut. So, wisst ihr, das mit Fleet und so, da weiß ich immer, wann ich was bauen möchte, ne? Jetzt, wenn ich mit diesem Conqueror ein bisschen Bruiser gehe, da habe ich jetzt mit dem Serrated Dirk angefangen, habe dann in Sujuk Blade reingebaut und habe ich richtig geintet. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das ein bisschen ausgleichen. Digga, Leute, ich habe gerade voll den Drang, auf seine Lane zu laufen und mir jetzt die Minions wegzunehmen. Okay, lass mal nachschauen. Wir haben geintet. Wir haben Turbo geintet. Ich baue jetzt einfach normal Lethality. Komm, Leute. I don't know, das kann ich nicht mal ausgleichen. Ich habe mein Bild mit Sujuk Blade um 3000 Gold behind gepackt. Leute, wenn wir das hier verlieren, ne? Mir scheißegal, ob er 1-7 steht. Mir scheißegal, ob sie auch voll auf gestorben ist und alles und jenes, Digga. Das ist meine Schuld. Ich bin sehr goldineffizient mit meinem Gold umgegangen. Goldineffizient mit meinem Gold umgegangen. Okay. Ist irgendjemand hier? I guess not. Oh Leute, der hat gar kein Leben. Kann ich nichts machen. Da werde ich sterben. Mann, wir haben davor unsere Ulti gewastet. Alter, krass. So, wenn ich wenigstens Tank gewesen wäre, ne? Ne, ich gehe eh zum Harrington. Dann kann ich das hier unten abfahren. Oder wenn ich wenigstens Tanky gewesen wäre, so besser ausgedrückt. Können die vielleicht hier invaden? Ja, okay. Jetzt denke ich mir nochmal ganz schön die Scheiße, um wenigstens an Erfahrung ranzukommen. Aber Digga, Leute, wir müssen das Positive sehen. Der neue Jungle belohnt den Echo. Was ich gut finde, by the way. Das soll jetzt hier nichts Negatives sein. So, der spielt besser als ich. Und er ist 2 Level über mir. Die will runtergehen. Können wir die abfangen? Ich meine, wenn ich dafür sterbe und wir die bekommen, call ich werf. Oder hier ist ein Ward. Das geschieht mir recht. Das habe ich. Gefällt's meidet. Oh Gott, jetzt bin ich immer noch in diesem Punkt, wo ich mir die Frage stelle, soll ich das überhaupt machen? Soll ich das überhaupt weiterbauen? Okay, Moment mal. Als erstens hol ich mir jetzt einen scheiß Cleaver, Alter.
Huh, spicy. Huh. Huh, doppelt spicy. Nicht mehr so spicy. Drin das halt nicht da, ne? Ich weiß halt nicht, wie ich das da fighten soll. Er wohl auch nicht. Können wir den Drachen vielleicht ganz schön machen? Ich muss dazu auch sagen, ich habe gerade keinen Smite. Aber Echo kommt gerade eh nicht her, perfekt. So, der schlechtere Jungler secured aber die Drachen. Da muss man auch mal was Positives sehen. Ich kann in der Mitte halt echt nicht helfen. Das müssen die ohne mich wave clearen. I don't know, man. Ich wundere mich gerade, dass ich noch nicht geflamed werde. Okay, okay, okay. Brauchen wir noch Gold? Wir brauchen noch für alles Gold. Aber hey, ich komme gerade ein bisschen Farm ran. Nehme ich auch an. Okay, passt auf. Ich baue mir jetzt einen Cinderhulk rein. Doch, ich gebe einen kompletten Fick auf den Kli. Leute! Ich bin so überfordert gerade. Wir sind alle tot. Ja, wir sind pretty much alle tot. Ab dem Moment, wenn Heimer eingeschossen wird, ist es over. Holy shit, ist 8-0-10. Ich halte halt leider nichts aus. Ich hätte alles ausgetauscht für Tank-Items. Den müsst ihr so sehen, wenn ich reingehe, ich werde hier halt instant CC'd, ja. Und unser Team besteht nur aus Damage eigentlich. Wir haben auch niemanden, der engagen kann. Darüber hätte ich viel früher nachdenken sollen. Lol. Kommen wir noch an? Ne, der baitet mich hier nur. Okay, wir haben unten den Jungle mit. Alter, ich bin 3 Level behind, man. Holy moly. Okay, wir können gleich daraus 2 machen. Problem, was man bei sowas hat, solche, wenn man mit Ränger behind ist, gibt es kaum Comeback-Möglichkeiten. Wenn man dann auch noch halt sein ganzes Hab und Gut wastet, so wie ich, dann ist es halt nochmal schwieriger, weil ich mir dadurch halt selbst ins Bein schieße. Jetzt habe ich bereits diese beiden Komponenten.
Ah, guck mal. Alter, meine Items machen einfach gar keinen Sinn, ne? So, mein Cinderhulk sagt, Alter, komm, ich will tanken. Mein Sanguine Blade sagt, komm, Alter, ich will du ein bisschen 1v1 machen, splitten, dies, das, Ananas. Mein Serpent Dog sagt, oh, okay, ich bin vielleicht doch Assassin. Oh, nee, ich geh doch lieber Bruiser. Der ist gone, Alter. Ich weiß gar nicht, wie wir den deffen wollen. Ey, will niemand den Jungle abchecken? Warum lebt er noch? Lol, er drin, Ulti geklaut. Leute, sieht, das hat drin der Ulti geklaut. Sie konnte ich nicht umbringen. Oh, lol. Holy moly. Ne, Leute, das Game ist over. Und noch was ran? Ne. Oh, komm! Ah! Okay, nice. Die Assist haben wir wenigstens noch bekommen. GG, WP. Oh, Leute, das habe ich... Das verdiene ich, Mann, Leute. Seriously, das verdiene ich. Deswegen, Leute, nehmt mich als Beispiel. Geht, bevor ihr eure Games macht, eure Item-Builds und was ihr halt bauen wollt und was ihr machen wollt, alles nochmal durch. Damit euch sowas nicht passiert. Ich kann eigentlich meine Item-Builds, ne? Aber das war einfach... Müssen wir uns auch mal selbst schlagen. Ja, ich auch noch Set. Aber jo, Leute, ich bin dann weg. Nehmt euch kein Beispiel an mir.